Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Senshi und Amir sind gerade am Mittagessen und ich kann mit ihnen nicht reden. Und nein, das ist nicht der Spieltitel. Das ist die Tatsache. In der letzten Folge war Senshi irgendwie nicht da und er hat sich auf merkwürdige Art und Weise, als es 12 Uhr wurde, in die Villa zu Amir teleportiert. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die dieses Verfahren zulassen würden. Also entweder Amir ist ein Genie, ein Physiker, eventuell auch ein Astrophysiker und er hat eine, er hat eine Teleportmaschine gebaut und kann jetzt einfach sich überall hinbeamen, wo er möchte. Oder Variante B, die Spielentwickler haben das einfach so programmiert. Aber ich bin von Variante A, dass Senshi ein Physiker ist, dass ich überall hin und her teleportieren kann und anscheinend klüger als Einstein und Stephen Hawking zusammen ist. Cool! Da habe ich mir den richtigen geangelt. Nur, oh mein Gott, meine Tasche ist schon wieder voll. Ich werde wahnsinnig. Ich will keine volle Tasche haben. Warum habe ich denn schon wieder eine... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was mache ich denn jetzt? Ich will keine volle Tasche haben. Was ist, wenn mir jemand was schenkt, dann kann ich das nicht annehmen und dann geht die Welt unter oder so etwas. Oder noch schlimmer. Ich kann Senshi nichts schenken. Muss mir gleich mal gucken, was ich dagegen tun kann. Am besten, ich gehe einfach mal ganz kurz zur Versandkiste und schmeiße da ein bisschen was rein. Und dann besuche ich Amir und Senshi noch einmal und schaue, was so passiert. Gibt es eigentlich neue Tiere? Das könnte ich eigentlich gleich auch mal gucken, wenn wir da sind. So, bei a Pet gibt es ein neues Haustier. Nicht, dass ich eins kaufen wollen würde. Oh mein Gott, es gibt neue Haustiere. Black and Brown Puppy. Ah, it's a Romeo. Romeo, Römpchen. Das sieht ja noch romeoiger aus als der. Oh mein Gott. Aber wir haben ja schon einen Romeo. Was haben wir noch? Eine weiße Langhaarkatze. Auch sehr schön. Hat die blaue Augen. Ich finde auch so... Ich mag so rote Katzen und ich mag auch so weiße mit so, nicht mit rot, mit blauen Augen. So weiß-gräulich, super schöne Tiere. Dafür, dass ich nicht so der Katzenfan bin, bin ich dann von solchen umso mehr ein Liebhaber. So, okay. Gibt es bei dir was Neues, Neil, oder möchtest du mich mal wieder beleidigen? Guck mal gleich mal. Animals? By Animal? Gibt es irgendwo ein kleines New? Nein. Dann gibt es denn die Alpakas nochmal? Gab es die denn erst im Herbst, die Braue? Ich bin gerade überfordert. Yume ist verwirrt. Yume hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Und ich weiß nicht, warum ich mich jetzt zu Demonstrationszwecken selbst geschlagen habe. Ich glaube, ich mache das mit dem Let's Play schon zu lange. Da wird man langsam ein bisschen mürbe im Kopf. Das ist halt so. So, ein bisschen was verkaufen. Silky Egg, Normal Egg... Wollen wir lieber nicht. Lieber die Jackmilch. Oh, habt ihr gesehen, wie viel Geld die gebracht hat? Oh mein Gott, ich bin so reich. Ich bin richy bitchy. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Platz. So ein bisschen Kamille kann ich ja auch mal wegballern. Hier, so, weg damit. So, jetzt haben wir Platz. Senshi, mein Geliebter. Ich komme hier angehüpft. Mit, habe ich überhaupt noch Nudeln für ihn? Nicht, dass ich jetzt da hinrenne und hab nichts. Ich hab noch was, sehr gut. Dann werde ich ihn gleich mal bezirzen, ne? Vielleicht haben wir dann schon irgendwie... Welches Herz hatten wir zuletzt? Ich glaube, das grüne, ne? So ein gelbes Herz wäre auch nice, so. Er ist nicht da. Verdammt. Vielleicht können wir irgendwie das grüne Herz-Event triggern, indem wir in die Villa reingehen. Man kann es ja probieren. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal. Löchen. Hallo? Was geht? Oh, you have seen? Huh? Nee. Ich hab keine Ahnung. Dann habe ich wohl verkackert. Naja, egal. Dann suche ich ihn einfach und schenke ihm was. Das mache ich jetzt so. Wo ist er denn? Jetzt auch schon mal nicht, na toll. Die sind bestimmt wieder auf meiner Farm und verstecken sich da vor mir, wo ich halt als letztes gucken würde, die beiden Säcke. Ja, ich habe die beiden jetzt Säcke genannt. Ich weiß auch nicht wieso. So, ein bisschen Minze einsammeln, warum auch nicht? Ich würde auch sagen, so, yay, lass uns doch einfach mal wieder zu den Südinseln, zu den Ancient Runes, also zu den
alten Ruinen fliegen, aber es ist schon zu spät, das hätte ich vorher machen sollen. Aber ich wusste ja nicht, dass NJ und Ami sich schon verpieseln, sobald sie erfahren, dass ich sie besuchen möchte. Ich glaube, diese Beziehung, die wir führen, ist eine einseitige. Die haben keinen Bock auf mich. Das finde ich nicht gut. Nein. Ich meine, Senshi kann sich auch mal Mühe geben. Ich weiß, das Thema hat mich schon oft, aber ich finde es nicht gut, dass man irgendwie selbst hier immer noch verschenkt. Man bekommt viel zu selten in Harvest Moon Spielen auch mal was. Selbst ich als Frau, die können mir ja mal voll den geilen Goldring mit Diamanten schenken. Ich muss jetzt keine Riesendiamanten sein, aber so ein paar kleine Glitzerdiamanten und so, keine Ahnung, so 500er Goldring. Kein 300er. Nee, das muss schon über 50% das Gold sein. Sonst ist es einfach nur bestenfalls ein bisschen... Keine Ahnung, was macht man denn an den Goldring ran? Was ist das für eine Legierung bei Ringen? Gold ist ja viel zu weich. Was macht man denn da dran? Was macht man vor allem dran, damit das Gold trotzdem schön golden ist? Irgendwie vielleicht so eine... Keine Ahnung. Ich bin kein Goldschmied. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal lesen. Was ich generell cool finde, wenn Leute heiraten und dann sich ihre Eheringe selbst machen. Dann lernen die das und schmieden die sich selbst. Das hat natürlich auch einen extrem... Oh, da ist Senshi. Das hat irgendwie so einen extrem persönlichen Touch einfach. Ich finde das cool. Muss man jetzt nicht unbedingt machen. Man kann sich auch irgendwie... Ich habe letztens nach Ring bei Amazon geguckt. Da kannst du dir Hochzeitsringe für 40 Euro holen. Denke ich mir so, wow. Okay, wenn du nicht viel Geld hast vielleicht, aber irgendwie so ein... Keine Ahnung, so ein Eisenring, was es ist, mit so einer kleinen Goldschicht drüber. Weiß nicht. Hörpasta. Ich liebe auch Ringe eigentlich. Ich finde das total toll. Bitteschön. Aber dafür, dass ich Ringe so sehr liebe, habe ich nur zwei. Und die sind beides dieselben Ringe. Also habe ich nur zwei, die ich regelmäßig trage. Und das sind beides dieselben eigentlich. Nur in verschiedenen Farben. Ich gucke immer, wenn ich irgendwie bei Pandora bin oder so, aber dann denke ich immer so, ich weiß nicht. Und dann kosten die immer so viel. Weil, ja, ist halt ein Ring, aber dann denke ich mir immer so, der Materialpreis mit Gold und Silber, das sind dann ein paar Euro. Oder also bei Gold, das sind das vielleicht, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro. Aber bei Silber, das sind das noch viel weniger. Das sind das vielleicht, was weiß ich, 5 Euro oder 10. Wenn überhaupt, noch viel weniger, was der Silberpreis ist. Aber dann bezahlt man einfach mal nochmal 100 Euro drauf, nur für den Ring an sich. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu... Es klingt jetzt ironisch, materialistisch. Ich denke mir so, so ein Ring ist vielleicht auch eine gute Anlage wegen Edelmetall und so. Und dann, das heißt einfach so viele einfach für das Design und so wenig für das Material an sich. Und dann denke ich mir so, ja okay, dann kaufe ich mir einfach irgendwie eine Anlage Silbermünze und dann habe ich das besser investiert. Aber eine Anlage Silbermünze kann man sich halt nicht an den Finger stecken. Aber ich habe auch schon gesehen, dass Leute so Goldmünzen nehmen und da Ketten draus machen, dass sie das so als Anhänger nehmen. Das dann so einfassen, gerade so alte Münzen. Finde ich auch cool. Hast du dann quasi eine Anlage und gleichzeitig Schmuck? Man muss natürlich aufpassen, dass du jetzt hier nicht irgendwie was politisch-sozial-kritisches aus irgendwelchen kritischen Zeiten dann an den Nacken hängst. Dann kriegst du am Ende dann aufs Maul dafür. Aber sonst ist doch schick. Na gut, so viel dazu. Jetzt habe ich genug über Edelmetalle geredet. Reden wir über Diamanten. Nein, Spaß. noch ein bisschen düngen. Ich bin gerade ein bisschen traurig wegen Senshi. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht irgendwie heute irgendwas schaffen. Irgendwie, dass wir ein Liebes-Event mit ihm haben oder dass wir, ich weiß nicht, zu den alten Ruinen fliegen können. Aber jetzt haben wir gerade einfach den ganzen Tag so ein bisschen verschenkt. Klingt hart, ist es aber. Wir haben den Tag verschenkt. Wir haben es verkackt, Leute. So wird das nichts. So, jetzt gehe ich einfach mal ins Bett und hoffe, dass morgen kein Fest ist und dass wir uns vielleicht morgen bei Senshi einschleimen können. Vielleicht mache ich auch was falsch. Vielleicht muss ich irgendwo anders hingehen und zu einer anderen Zeit gehen. Aber wir müssen auf jeden Fall irgendwie bei Senshi ein grünes Herz-Event triggern können. Die Frage ist nur, wie. Ach ja. Ich habe gerade was getrunken, wundert euch nicht. Die Kohlensäure ist schon raus. Oh, heute ist ein Feiertag. Das heißt, kein besonderes Event mit Senshi, aber vielleicht was anderes. Schauen wir mal. Was ist denn heute für ein Tag? Heute ist... Oh, gestern hatte Felicity Geburtstag. Ups. Das Beekeeping Festival. Da möchte ich auf jeden Fall teilnehmen.
Wir hatten bestimmt nicht, wobei es kommt bestimmt drauf an, in welcher Klasse ich teilnehme. Mal gucken. Das könnte interessant werden. Wir werden auf jeden Fall teilnehmen. So, okay. Oh mein Gott, Notification of a new menu, okay, es gibt neue Sachen, okay, a new menu, it's a very tasty dish using honey high class ingredients, okay, der liebe Clement hat neue Sachen in sein Menü aufgenommen, Rod verkauft neue Haustiere, aber das haben wir ja schon gesehen, neue Kleidung gibt's beim Taylor, aka Yuri, a new style. Es gibt neue Frisuren. Da möchte ich auf jeden Fall vorbeischauen. Town Founder. Ah, okay. Einen neuen Titel. Ein neues Achievement. Middle School Farmer. 7th Grade. Okay. Das war's. Cool. Neue Kleidung. Neue Frisuren. Da muss ich auf jeden Fall... Oh, meine Tasche ist immer noch voll. Da muss ich auf jeden Fall mal... A look taken. Auf eins nach dem anderen, ich muss erstmal irgendwie hier mein Inventar wieder leer kriegen. Nee, Mann, was man halt so macht, ne? So, warum hab ich Rüben? Ach so, ich habe schon welche geerntet. Das würde Sinn ergeben. Ich brauche größere Taschen, oh mein Gott. Kann das nicht so ein bisschen wie bei, wobei 80 Items ist schon viel eigentlich. Ja, ich übertreib's ein bisschen. Ich sammle halt, ich bin ein Messi, was wollt ihr von mir? Royal Jelly. Ich weiß nicht, ob jetzt Royal Jelly besser ist. Da fehlt mir ein halber Stern. Vielleicht sollte ich bei den Anfängern mal mitmachen. Da habe ich vielleicht noch irgendwas Besseres. Ich guck gleich mal. Einen Moment. Ich schau gleich mal nach verschiedenen Honig. Was war hier noch? Bambussprosse? Ja. Okay, dann würde ich gerne etwas entnehmen. So, wo war denn jetzt hier da die Honigabteilung, bitte? Kamille, Rosmarie, Aloe, Basilikum, Honey, Flower Honey, Royal Jelly. Nehmen einfach mal Royal Jelly. Oh, habe ich gestern außerdem den anderen verkauft? Das wäre natürlich doof. Ich nehme jetzt einfach einmal Royal Jelly mit 1,5 Sternen. Da werde ich doch bei den Anfängern, falls es da Klassen gibt, was ich einfach mal hoffe, gute Punkte machen. Und ganz nebenbei frage ich mich gerade ernsthaft, warum ich das Haus verlassen habe, weil ich ja eigentlich schon Sachen einräumen muss, weil mein Inventar voll ist. Deswegen mache ich das jetzt. Gut. Put items in the storage. Alles klar. Goldene Wolle. Sofort. Packer. So. Ach gut, die kann ich alle verkaufen eigentlich. Oh, habe ich das vorhin nicht getan? Bin ich doof? Hab ich schon irgendwelche Bienchen? Irgendwelche dicke Bienen? Ich glaube nicht. Okay. Leckerlis. Ja, Yarnball kann ich ja einlagern. Blue Feather behalte ich mal. Man kann ja nie wissen, wann ich mal spontan einen Heiratsantrag machen möchte. Jetzt bin ich ja fallen in love. Da kann das ja mal aus Versehen passieren. Ups, möchtest du mich heiraten? So, Ancient Clayfigur behalte ich. Die ganzen Daunen. Orange Down, Purple Down. So. Okay, gut. Dann nochmal draußen meine ganzen Juwelen loswerden. Während ich das sage, reibe ich mit meinen Nägeln so an meiner Brust. Kennt ihr das so? Das ist so, wenn man so voll fancy und schick ist und dann sich so mit den Nägeln an der Brust reibt. Diesen Move, den immer irgendwelche reichen, schicken Leute machen. Genau diesen Move mache ich gerade. Und ich weiß nicht, warum ich euch das erzähle. Habe ich überhaupt irgendwas? Ah, hier, Platin. 10 Stück. Ja, ganz gut, ja, Ginkgo, Small Lumber, Lumber's Lumber. Ups, das ist ein bisschen mehr als gedacht. Rein damit. So, fertig. Okay, jetzt müssen wir irgendwie noch bis 12 Uhr die Zeit totgeschlagen kriegen, was natürlich äußerst praktisch ist, wenn es gerade mal erst kurz vor 7 ist. Na gut, das schaffen wir. Ich gehe mal ganz schnell rüber, damit ich die Insekten verkaufen kann. Das ist der only real Grund. Ich weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt in die Läden kann. Das wäre cool, da könnte ich nämlich wegen neuen Frisuren gucken. Vielleicht ist eine schöne Langhaarfrisur dabei. Das würde mich sehr freuen. Ich bezweifle es allerdings. Ich kann einen Käfer bringen. Ach, übelst viel Schotter, kann das sein? Geil. Okay. So, kurz noch warten, wegen der Tier-Raushol-Animation. Okay, so. Jetzt kümmern wir uns wieder ein bisschen um die Farm. Okay, restlichen Tee. Peachy Farm. Ist hier alles cool?
Ja. Leider kein passender Honig heute, aber nicht so schlimm. Dann ernte ich mal noch zu Ende. Das ist auch noch eine wichtige Aufgabe. Ich bin so froh, dass das Gießen jetzt mehr oder weniger weggefallen ist. Und ich habe immer noch keine Runde auf meinem Panda gedreht. Sollte ich eventuell in absehbarer Zeit mal machen. Alleine nur, um es euch zu zeigen. Und vor allen Dingen, um es selbst mal zu sehen. Ein bisschen schockierend, dass ich selbst so viel Desinteresse daran habe, auf diesem Panda zu reiten. Weil ich meine, wer von euch wollte denn schon immer mal auf einem Panda reiten? Das ist doch super. So. Hier noch. Ich bin eine richtige Kräuterhexe, ne? Mit den roten Haaren, das passt doch. So. Dum, 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 dum. So, nö. Ich muss erstmal Wasser reinkippen. Jetzt aber. Tschau. Perfekt. Rein da. Und hier nochmal. Tschau. Fertig. Ich mache gerne lustige Geräusche. Die cheeren up my life. So, na? Geht's euch allen ganz gut? Ich muss ja mal gucken, wie das Stresslevel bei allen ist. Nicht, dass es wieder irgendjemandem hier nicht gut geht und ich check's nicht, weil ich ein furchtbarer Farmer bin. Ich kenne mich, das hatten wir in der letzten Folge schon, ich kenne mich ja nicht so mit Tieren bekanntlich aus. Ich schau gleich mal, wie es allen geht. Muss ab und an mal sein, so ein krasser Check bei allen. So. Perfekt. Und so viel Milch. That makes me happy. That makes me really happy. Ich habe schon lange keine Leckerlis mehr verteilt. Ups. Kann ich ja gleich mal machen. So. Was ja eine extra Portion Tierpflege, wenn man das so möchte. Cow Treat. So, liebe Annika. Liebe Kibo natürlich. So, ich halte Kibo irgendwie immer für einen Jungen. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist so ein Feeling-Ding. Ich bin in diesem, wie nennt man das, in diesem Gender-Raster gefangen, wo es männlich und weiblich gibt. Oh mein Gott, ich bin so altmodisch. Wie wir wissen, gibt es, ich weiß gar nicht, 100 sonst sowas wie viele Geschlechter. Männlich und weiblich ist nur eine Illusion. Es gibt eigentlich viel mehr. Ich weiß nicht, ich möchte einfach... Ich bin eine Frau und ich stehe auf Männer. Und jeder, der was anderes sagt, darf das, aber das ist mir egal. Ich empfinde das so. Es gibt auch viele, die sagen, das ist voll oberflächlich. Man verliebt sich in den Menschen und nicht in sein Geschlecht. Nein, ich will aber einen Mann. Ich möchte, der hat ja so gewisse Dinge, die ich halt in einer Beziehung haben möchte. Und das, da darf mir niemand reinreden. Warum rede ich eigentlich darüber in einem Kinderspiel? Das tut mir leid. Ich sollte damit aufhören. Die gucken vielleicht auch Kinder zu, um Himmels Willen. Okay, so viel dazu. Eier. Entschuldigung, das war jetzt nicht unbedingt die beste Überleitung. Ja. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute sich irgendwie für Eiscreme... Wenn Leute sagen, ihr Geschlecht ist Eiscreme mit Schatzteller-Stückchen, das dürfen sie gerne denken und sagen. Das ist vollkommen okay. Ihr darf tun und lassen, was er will, solange niemand damit schadet. Aber solange man mich dann... Solange ich dann nicht irgendwie versucht werde, irgendwie zu belehren, dass das total kacke ist, was ich denke, ist das alles okay. Ich akzeptiere das. Ich vergesse immer, wo es das Parfüm gab. Hier, glaube ich. So quasi, ich darf meins machen und die anderen dürfen ihres machen. Und das ist okay. Ich finde es auch schlimm, wenn Leute das abstoßen finden, wenn andere homosexuell sind. Das Thema hatte ich auch letztens erst mit einem Freund. Man kann, wenn man möchte... Warum habe ich kaum Münze? Ich brauche dringend Münze. Man kann, wenn man möchte, Homosexualität innerlich vom Gefühl abstoßen finden. Das daran ist jetzt nicht auszusetzen, wenn man das halt so empfindet, dann ist das halt so. Aber wenn man das nach außen trägt und dann andere dann deswegen benachteiligt oder sonst irgendwie sich da äußert oder entsprechend dann so verhält, dass man das so raushängt, das finde ich dann auch nicht okay. Man muss es nicht akzeptieren, aber man sollte es zumindest tolerieren, auch wenn ich es schon komisch finde, wenn man damit ein Problem hat, aber das ist jedem seins am Ende. So, okay.
gut. Jetzt bin ich hier soweit fertig. Fertig von Mann-Frau-Philosophie und Homosexualität und sonst irgendwas. Oh Gott, ey. Ich sehe jetzt schon von irgendeiner empörten Mutter, die gerade mitgeguckt hat, einen Kommentar, wie ich nur kann, dass ich über so etwas rede. Gab es ja schon ein paar Kommentare hier drunter. YouTube ist ab 13, okay? Also lasst eure Kinder das nicht gucken. Das müssen die schon heimlich machen. Keine Ahnung. Ich bin bewusst, dass ich eine gewisse Verantwortung habe. Aber jetzt über Dinge wie Sexualität zu sprechen oder so, finde ich jetzt nicht so verwerflich. Das ist was ganz Normales. Und solange ich da jetzt nichts meiner Meinung nach moralisch Verwerfliches dazu sage, ist das für mich eigentlich alles so okay. Aber was für mich okay ist, muss auch für andere nicht okay sein. Ja, wegen dem Fest kann ich heute mir keine neue coole Frisur machen lassen. Schade. Aber vielleicht kann ich zu Zenjay gehen, aber ich glaube, es wird auch nicht klappen. Verkackt. Ich probiere es trotzdem ganz kurz und danach gehen wir zum Bienenfestival, damit ich in dieser Folge außer viel zu labern überhaupt irgendetwas Produktives mal getan habe. Und ich bin gerade ganz nebenbei so stolz auf mich, weil ich dieses Mal nicht so stark auf den Tisch gehauen habe, dass ich große Schmerzen empfinde. Ich bin stolz. Ich habe Selbstbeherrschung gelernt. Nicht zu doll den Tisch schlagen. Das ist immer gut. Nee, ich glaube, heute werden auch keine Liebes-Events getriggert, wenn ein Fest ist. Das wäre zu viel des Guten, denke ich mal. Naja, gut. Vielleicht muss ich auch zu Zenjay ins Zimmer gehen. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich auch auf den Berg hochgehen oder was. Aber ich gehe davon aus, dass ich in die Villa gehen muss. Es wird schon irgendwie passieren. So, da drucke ich einfach dann mal irgendwo online nach, wie das genau funktioniert und zu welcher Uhrzeit ich da wo stehen muss. Aber Moment, probiere ich es gerade noch so. Wir haben ja eh noch die Ancient Clay Figures, an die ich irgendwie kommen muss. Für die Hexe. Zwei große Aufgaben. Sonst nichts. Gut, dann mache ich mich jetzt gerade, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, schon auf dem Weg zum Bienenfest. Ich weiß gar nicht, wer das moderiert, beziehungsweise wer die Jury war. Wir waren ja schon mal auf einem Bienenfest. Aber ich habe es leider vergessen. Oh, was? If you want to grab a beekeeping item. Ah, okay, ich muss was in die Hand nehmen. Nehmen wir, wo ist es denn? Das Royal Jelly? Ah, das hab ich schon hier, ne? Royal Jelly, hold. Okay, ich möchte teilnehmen. Bei den Anfängern, bitte. Ich nehme teil. Alles klar. Ich glaube, als Anfänger haben wir eine gute Chance. 1,5 Sterne, Royal Jelly, das müsste ganz gut Punkte geben. Okay. Also beginnt heute das Beekeeping-Fest. Wie kann ich denn das? Imkerfest. Honigfest. Irgend so etwas. Frei übersetzt. Das Bienenhalterfest. Aber Bienen, also, so würde ich es wörtlich übersetzen, aber das würde, glaube ich, im Deutschen keiner sagen. Okay, von der Kawarake-Farm Fujiyama. Nummer 2 von der Iris-Farm Mildred. Mildred. Und ich bin beim krassen Royal Jelly. Alle so, yeah, you made, du bist die Beste. Oh, was ist das denn? Blumen, Blütenhonig, oder? Von der Tauen-Farm Deppi. Ich bin Deppi. Okay, eine große Runde Affa-Plapalaus. Für Emma. Ach, schön, euch alle zu sehen. Ich bin Emma. Ich werde so fair ich nur kann bewerten, oder ich werde sehr fair bewerten. Also, machen wir auf eine gute Rivalität, auf einen guten Wettbewerb. Bitte prügelt euch nicht. Okay, nun beginnen wir mit dem Richten. Danke für das Warten. Nun möchten wir die Ergebnisse bekannt geben. Und der Gewinner ist... Boah, ich hab sowas von gewonnen. Ich habe immer die Anfängerklasse, das wird schon funktionieren, oder? Oh Gott sei Dank, ist ja immer dieser kurze Funke Zweifel, der immer in mir aufglüht, glimmt. Kurz bevor sie sagen, wer der Sieger ist. Yeah! Und danach kommt die anderen. Oh, Fujiyama ist der zweite. Oh, da freue ich mich schon wieder auf meinen Japan-Urlaub bald. Dann sind wir am Mount Fuji. Dann fliegen wir über den Fujiyama. Nein, fliegen wir nicht. Wir gehen davor und gucken uns an. Wir wollen aber nicht hochkraxeln. Wir wollen ihn uns angucken. Okay, ja, das war's mit der Zeremonie. Was bekommen wir? Wieder irgendwelche geilen Recipes.
Oh, Eggplant Seeds. Also Auberginensamen. Vielleicht haben wir eine gute Qualität. Okay, Mid-Level Recipes. Also das Rezept Set Nummer 3 von mittelschweren Rezepten. Und eine Vogelfontäne. Oh, also quasi ein Vogelbecken. Die Auberginen. Werde ich gleich mal auschecken. Vielleicht können wir da ja gute Auberginen schon züchten. Ich weiß gar nicht. Gut, okay, wir haben noch eine Unknown Brand bei den Bienen. Das ist jetzt nicht so gut, aber ein bisschen besser als vorher. Ja, ich muss mal gucken, was ich für Auberginen im Kühlschrank habe. Ob ich da vielleicht bessere Saat rauskriege oder ob ich jetzt die Geschenken nehmen soll. Oh yes, danke, ihr seid die Besten. Oh, Autogramme gibt es jeder folgenden Stunde. Oh yes, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir versuchen uns in der nächsten Folge vielleicht relativ früh dann mal in Senshe ranzumachen. Am besten noch, bevor ich mich um die Tiere kümmere. Oder? Ich weiß nicht. Ich versuche mich auf jeden Fall zu beeilen, dass ich vormittags bei Senshe bin. Und danach würde ich dann auf jeden Fall wieder zu den Ancient, also zu den... Wie wird man denn Ancient? Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Ich weiß, was es bedeutet. Also zu den Altertümlichen, zu den Alten, zu den... Warte mal, ich habe hier gerade... Ich guck mal, wie man das am besten übersetzt. Ancient? Das ist ein alten... Antik! Oh mein Gott. Ja klar, Antik. Natürlich, altertümlich, Antik. Antik ist da eigentlich die perfekte Übersetzung für Ancient. Oh Mann, ich bin so dumm. Ja, zu den antiken Ruinen. Das klingt gut. Alles klar, ich quatsche mit allen und so freunde mich voll krass an. Und vielleicht mag uns ja Senshe jetzt auf... Gelb! Senshe! Vielleicht spricht man dem Ende ganz anders aus und ich mache das immer falsch. Aber mir egal, für mich ist er Senshe und er bleibt Senshe. Jo, was geht? Und vielleicht habe ich als auch Soseki auch mal hier rumgekriegt, dass er mich auf Rot mag. Das wäre doch perfekt. Naja, hier die Boys mit den musischen Schräten, die stehen eh alle schon auf mich. Hallo Sandra, die ich irgendwie mal ignoriere, weil sie gruselig aussieht. So, erstmal hier bei Soseki gucken. Was geht ab? Oh, yes! Oh mein Gott, ich bin voll das beliebte Girl in the Town. Alle wollen mich. Das ist ein schönes Gefühl. Ich schweine innerlich. So, Olivia. Oh, get honey without using bees. How much work and effort would you obtain? What? Ich möchte mit Senshe sprechen. Ist er jetzt sogar? Das hab ich doch gar nicht gesehen. Da ist eine kleine Schleife dran. War die letztens auch noch da? Auch schon da? Ist das noch grün war? Oder heißt das, dass ich ihn jetzt heiraten kann? Ich weiß es nicht. Aber ich muss bestimmt eh erstmal vorher noch die ganzen Liebesevents mit ihm haben. Oh, Senshe. Oh, unsere Kinder werden perfekt sein. Und ihr werdet sie nie sehen, bevor das Let's Play zu Ende sein wird. Ich bin so kacke. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, you made Let's Play, Harvest Moon, a new beginning. Bye. Und dann ich hüpfe aber bye. Moment. Bye. So.